Liebe Sitzbacher, wir sind hier da bei Ihnen am Kramerhof, da wo Sie ja schon sehr lange tätig sind als Köchin. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wie war das eigentlich? Haben Sie die Essgewohnheiten verändert, gerade für die Schüler? Was ist da anders geworden? Die Essgewohnheiten haben sich insofern verändert, dass mir auffällt, dass die Schüler schon sehr gerne Fastfood-Produkte essen. Wo liegt für Sie eigentlich der Reiz am Kochen? Der Reiz am Kochen liegt für mich, dass ich für unsere Schülerinnen, dass ich den Schülerinnen ein gesundes Essen zubereiten kann, wo ich auch weiß, es schmeckt ihnen und sie haben eine Freude daran. Frau Sitzbacher, was bedeutet für Sie eigentlich Qualität? Qualität bedeutet für mich, wenn ich vom Ursprung von Lebensmitteln bis es auf den Tisch habe, wenn ich den ganzen Weg verfolgen kann. Zum Beispiel bei uns, wir haben Rinderhaltung, die werden auf natürliche Weise werden die ernährt. Das kann ich zurückverfolgen, dann werden sie bei uns geschlachtet und von uns eigentlich verarbeitet. Wie stehen eigentlich Sie zum Thema gesunde Ernährung? Ich finde, man sollte sie ausgewogen ernähren. Man sollte nichts übertreiben, nicht nur Vollkornprodukte in seinen Speiseplan einbauen. Man soll sie abwechslungsreich ernähren. War man beim Essen früher eigentlich wählerisch? Hat es sich überhaupt gegeben, wählerisch zu sein? Nein, kann ich eigentlich nicht sagen, dass die Schülerinnen wählerisch waren, weil ich glaube, da es war das Angebot nicht so reichhaltig, wie jetzt. Der Speiseplan ist ja sehr umfangreich und das hat es früher nicht so gegeben. Wie war das eigentlich früher? Hat man da auf die Figur geachtet und gerade auch die Frauen? Nicht so verstärkt, wie heute. Also in meiner Jugend, da hat man eigentlich Figurprobleme hat man nicht gekannt. Wir haben uns viel mehr bewegt. Wir haben sicher nicht so reichhaltig gegessen, als wir die heutige Jugend. Also mit Figurproblemen haben wir wenig zu tun gehabt eigentlich, bis gar nicht.